Ja, Kreiswirtschaft hat ein stark ausgeprägtes 475.000 Kilometer langes Leitungsnetz. Haben Sie das schon mal gesehen? Wahrscheinlich kaum. Das ist unterirdisch. Das liegt nicht mit irgendwelchen Hochspannungsmasten versehen in irgendeiner Landschaft, sondern Sie kriegen davon so gut wie nichts mit. Dieses Leitungsnetz ist in der Lage, eine Energie zu transportieren, die im Schnitt bei gleichem Investitionsaufkommen etwa 6-mal höher ist als eine Stromleitung, weil wir eine wesentlich höhere Energiedichte transportieren. Wir sind an einem europäischen Transportsystem angebunden. Wir sind sehr weit diversifiziert mit unseren Anspeisepunkten. Und wir haben eine enorm hohe Speicherkapazität in unseren Netzen, aber auch in den Untergrundspeichern, die Erdgaswirtschaft bewirtschaftet. Wenn wir weiter gucken, was ist eigentlich der Vorteil hinsichtlich der Verfügbarkeit? Ich bin jetzt gerade letztens gefragt worden, sind wir denn eine Zwischenlösung als Erdgas? Und meine Antwort ist, mag sein, wenn man in den Kategorien denkt, in denen die Erdgaswirtschaft denkt, nach 200 Jahren werden wir vielleicht wirklich überlegen müssen, was anderes zu machen. Bis dahin haben wir jedenfalls keine Sorgen, genügend Erdgas zur Verfügung zu haben, um den Bedarf, der da ist, tatsächlich auch bedienen zu können. Wir haben auch kein Problem, die Energie, die wir zur Verfügung stellen, nahe Verbraucher zur Verfügung zu stellen und vor allen Dingen sicher, also versorgungssicher und auch speichern zu können. Wenn ich mal angucken, wie die Speichersituation zwischen Strom und Gas aussieht, wird das relativ schnell klar. Wir haben ein Stromspeichervolumen in Deutschland von 0,04 Terawattstunden. Das ist uns allen bekannt, das sind die typischen Pumpspeicherkraftwerke und. Die aber noch relativ wenig ausmachen. Und unser Problem steht ja, das hatten wir ja noch ganz eben auch gesagt, wenn wir dann Tagesspitzen haben, was machen wir mit den fossilen Kraftwerken, wo bringen wir das hin, wenn der Verbrauch geringer ist als die Produktion? Und also sagt ihr eben, 8.760 Stunden ist der Verbrauch eigentlich, mal stärker, mal weniger, aber 8.760 Stunden haben wir eben leider nicht die Situation, dass der Wind gleichmäßig bläst oder die Sonne gleichmäßig scheint, sondern wir haben Spitzenproduktionen und dann entsprechend auch Differenzen zwischen dem Abnahmevermögen und dem Produktionsvermögen. Nun wollen wir ja eins nicht, wir wollen ja nicht teure Anlagen in die Welt setzen und hinstellen und dann sagen, ja, jetzt bläst der Wind gerade so schön und die Sonne scheint so schön, aber die Dinger müssen wir abschalten, weil wir es gerade nicht gebrauchen können. Sondern wir müssen uns ja überlegen, wie gehen wir eigentlich mit im Überfluss produzierten Strom dann tatsächlich um? Und das ist die Prognose für das Jahr 2020. Eigentlich müssten wir für den Strom Speichervolumen von 20 Terawattstunden bis 2020 geschafft haben, damit wir die Vorteile, die sich aus den erneuerbaren Energien in diesem Bereich ergeben, tatsächlich auch voll nutzen. Im Gasbereich haben wir in Deutschland bereits ein Speichervolumen von 230 Terawattstunden. Davon hat VNG, mein Unternehmen, 27,5 Terawattstunden. Das sehen Sie auch regional bedeutende, aber in der Gesamtwirtschaft sicherlich einen Teil nur darstellende Unternehmen haben hier vorgesorgt, um entsprechende Speichervolumen darstellen zu können. Und das mag auch durchaus eine der Lösungen sein, wenn wir sagen, wir können Strom auch so umwandeln, dass wir ihn als Gas speicherbar machen. Es gibt hier entsprechende Projekte, es gibt entsprechende Forschungsvorhaben. Wir wissen, dass es geht, wir wissen, dass man es machen kann, im kleinen technischen Volumen bisher durchaus durchführbar. Ob man das in großtechnischen Anlagen machen kann, um das tatsächlich alles bewältigen zu können, bedarf weiterer Forschung. Hieran sind die Stromwirtschaft und die Gaswirtschaft beteiligt. Und wir tun alles, um Strom so umwandeln zu können, dass es als Wasserstoff oder als Methan zum Schluss speicherbar wird. Und das Gasspeichervolumen, das wir in Deutschland hier zur Verfügung haben,
eben dazu genutzt werden kann, um tatsächlich die Stromproduktion zu verkleinern. Und das ist, wenn ich darauf zurückkommen darf, das, was ich am Anfang sagte. Wir müssen gucken, was wir bereits haben, womit wir bereits umgehen können. Wir sollten nicht nur gucken, was können wir denn machen und warum müssen wir umbauen und ausbauen, sondern wir sollten gucken, ob das Gasnetz, was vorhanden ist, und die Speichervolumen, die vorhanden sind, die sinnvoller eingesetzt werden können in dem gesamten Mix der Energielandschaft in Deutschland.